Ein neues Schleichvideo ist ja mal wieder sowas von überfällig. Wir hatten ja zuerst gedacht, dass wir die Pferde vorstellen, sobald sie bekannt sind, die neuen Pferde, dann sobald sie draußen sind, dann kamen erst die einen, dann die anderen, dann sind jetzt doch schon seit einiger Zeit alle verfügbar und es wird jetzt wirklich mal Zeit, uns alle Pferde einzeln anzuschauen. Das sind die neuen Pferde für 2022 von Schleich. Die würde ich jetzt mal auspacken und dann schauen wir uns die einzeln nacheinander an. Kommen wie immer in diesen Plastiktüten mit unten so ein bisschen Pappe dazwischen. Also so kriegt jeder sie geliefert, egal ob man sie hinter im Regal stehen sieht, ohne Plastiktüte. Sie kommen so bei den Händlern an und man müsste sie rausnehmen, beziehungsweise wir verschicken sie halt darin, weil sie darin gut geschützt sind. Ich packe sie aus und wir schauen sie uns an. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon mit dem ersten Tierchen. Wir haben dieses Jahr sechs erwachsene Pferde und drei Fohlen, zumindest die, die einzeln kommen, aus den Serien Horse Club und auch Farm World. Das ist ja immer so ein bisschen gemischt bei denen. Ich habe jetzt hier alle Pferde rausgenommen. Wir listen die bei uns auch immer alle unter Pferde nochmal extra. Aber auch die, die in die Farm World gehören, sind natürlich unter Farm World nochmal einsortiert. Es wird sicher noch ein bisschen was Neues kommen an Farben und Pferden, zumindest an Farben für das zweite Halbjahr. Aber das ist normalerweise immer in den Sets. Und die Sets schauen wir uns immer extra an und da reden wir dann auch nochmal drüber. Wie gesagt, das erste Tier fangen wir mit an. Das ist das Trakehnerfohlen. Und zwar mit der, jetzt muss ich doch glatt nachgucken, mit der Nummer 46110. Wir haben hier so ein, ja, ich würde sagen, grau. Die Farbe kann ich ein bisschen schlecht definieren. Ich schätze mal, das wird ein Fohlen sein, was später mal ein Schimmel werden soll, oder beziehungsweise ist es natürlich schon ein Schimmel, aber schon sehr früh weit ausgeschimmelt ist und sehr viele graue Haare hat. Wir haben einen dunklen Schwanz und eine dunkle Mähne, eine nette Schnippe und ein bisschen Rosa am Maul. Ersetzt das Altstrakehner Fohlen, ohne dass es jetzt eine neue Mutter oder einen neuen Vater bekommt. Zumindest dieses Jahr nicht. Bisschen dynamische Pose von allen Seiten nochmal. Hier unten drunter steht natürlich auch wieder Schleich. Das Jahr. Und es hat nicht mehr drauf Made in, sondern es steht hier Designed in Germany. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle so haben, aber das ist mal was ganz Neues. Ist mir vorher nicht aufgefallen, hat ein Copyright für 2021. Was steht denn da noch am Bein? Ah, und da steht drin Made in Tansania. In Tunesia. Also in Tunesien. Nicht mehr made in China, zumindest dieses Fohlen, sondern in Tunesien hergestellt. Tunesien hat Schleicher schon lange eine Produktion, aber haben es hauptsächlich zum Bemalen genommen. So, dann nehmen wir gleich das zweite Baby. Und zwar ist das hier das Oldenburger Fohlen. Da kommt dann auch noch ein bisschen Familie dazu. Ein schönes braunes mit ein bisschen mehr Aufrichtung. Es hat die Nummer 13947. Auch hier, es soll ein Stutfohlen sein. Man kann hier die Inschrift relativ schlecht lesen. Man hat hier keinen Kontrast. Aber wenn ich das so sehe, dürfte das das gleiche sein. Gucken wir mal, ob man das hier noch erkennen kann. Ach, ich kann es nicht lesen. Vielleicht kann es irgendjemand anders lesen. Das ist Made in China. Also nicht alle Pferde, die wir jetzt hier zeigen, werden in Tunesien gefertigt. Dieses hier kommt aus China. Ja, schönes kleines Herzflöckchen vorne drauf, braune Nase, schöne große glossige Augen, braun, könnten jetzt wieder meckern, dass sie die Ohrenspitzen vielleicht noch ein bisschen brauner machen sollten, aber sonst. Die Fohlenbeine, es hat also vier weiße Fesseln, was relativ typisch ist, dass das nicht ganz so weiß ist, sondern erst weiß wird. Das liegt mit dem Fohlenfell und das ist eigentlich sogar recht gut gemacht. Ja, kleines braunes, niedliches Oldenburger Fohlen. Wir stellen die Kleinen mal hier vorne hin, weil die Großen machen dann hinterher im Prinzip eh das Zeug voll. Ja, dann haben wir eine neue Rasse für Schleich, das Criollo. Und hier haben wir so eine schöne Dunfarbe, was auch recht typisch ist für die Rasse. Das ist natürlich auch so ein Grauton, aber ein ganz anderer Grauton, als wir bei dem Tracky-Fohlen hatten. Wieder schöne große Augen, komplett dunkle Nase, keinerlei Abzeichen. Hier haben wir dann wahrscheinlich, würde ich jetzt fast mal sagen, das ist Designed by Schleich. Es wird immer schwieriger, was man also auf die Tiere draufschreiben muss, dass man das überhaupt noch
Ja, überhaupt noch lesen kann. Und jetzt ist das dritte im Bund, es wird wirklich international made in Vietnam. Also die Pferde kommen wahrscheinlich oder die Tiere und Sachen von Schleich sind mittlerweile wirklich eine weltweite Produktion. Drei Pferde, drei Länder, das wird ja gut. Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Das ist das neue Island-Pferd oder Island-Pony. Und zwar der Hengst als Fuchs mit einem Flachs gehen. Bisschen verwirrt bin ich noch immer von dem Aalstrich, den er hier hat. Wir haben da schon drüber gerätselt, welche Farbkombinationen das sein könnten, die dieses Pferd hat. Das glänzt auch ein bisschen mehr als die anderen Pferde. Es ist auch relativ glatt. Auch die Mähne glänzt so ein bisschen, das sieht man hier. Das ist also keine ganz matte. Das liegt auch nicht am Licht hier, sondern das ist wirklich so ein bisschen glänzig. Auch hier der Schweif. Ja, vielleicht gibt es eine Farbkombination. Hätte es jetzt schöner gefunden, wenn man das gelassen hätte. Aber Schleich macht ja auch gerne mal so ein paar Sachen, wo man sagt, das schaut, ist ein Hingucker. Aber nicht ganz so passend. Aber sonst ein schöner Fuchston, gefällt mir. Es ist auch ein bisschen schattiert. Das ist mehr schattiert, als man das hier in der Kamera sehen kann durch das helle Licht. Hier sieht man das vielleicht ganz gut, hier am Hals entlang. Also man hat es nicht nur einfach in Farbe getunkt. Dunkle Beine, keine Abzeichen an den Beinen. Hat allerdings eine Blässe, die nach unten ein bisschen rausfufert und hier entsprechend eine etwas angegraute Nase. Auch Augen sind einfach nur schwarz, aber gloss. Es hat schön viel Mähne, wie es sich für einen Isländer gehört. Und es ist auch tatsächlich ein Hengst. Schweif so ein bisschen aus. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, je nachdem, was man für einen Sattel hat, den Sattel drauf zu kriegen. Genauso gut dürfte es mit der Trense teilweise ein Problem sein. Ich würde sagen, es ist mehr ein Stall- und Wiesenpony oder natürlich für Actionszenen gut geeignet. Das nächste ist seine Partnerin, die Easy Stute. Die haben wir hier als Schimmelchen. Auch eigentlich keine weiteren Abzeichen. Die Hufe sind komplett dunkel. Man erkennt auch hier nichts weiter. Sie ist schon sehr weit ausgeschimmelt, ein bisschen grau in der Mähne. Sehr schöne große dunkle Augen. Schwarz. Sie hat allerdings nur ein Auge, wobei ich das ja ziemlich putzig finde. Ich denke, der eine oder andere wird es vielleicht nicht so mögen. Ich finde es schön, dass man hier mal so, ja, ohne auf diesen Spielcharakter zu achten, einfach mal die Mähne so komplett ins Gesicht geweht hat und dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik gegeben hat. Die Stute ist allerdings schon so ein bisschen turniermäßig aufgemacht. Sie hat eine Einflechtung hier hinten drin mit so kleinen Spangen, schaut's aus. Es geht bis unten runter. Es ist komplett eingezöpfelt. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, aber ich glaube, er hatte gar nichts drin, oder? Hatte er was drin? Nein. Manchmal verstecken sie ja ganz gerne irgendwo in der gleichen Bemalung irgendwo doch noch einen Zöpfel, aber da ist wirklich nichts. Also er hat keine Zöpfchen. Nur sie hat allerdings ein Dezent. Ich finde die Farbkombination mit dem Schimmel und diesem Lila recht gelungen. Also das gefällt mir. Ich bin ja immer so diejenige, die auch bei Zöpfchen meckert. Wir haben hier eine Stute, richtig mit einem kleinen Euter dabei. So, jetzt haben wir bei dem anderen gar nicht geschaut, wo er herkommt. Sie kommt. Wo kommt sie her? Kann man das sehen? Drehen. Designed in Germany. Da steht's drauf. Und sie kommt aus Hirz. Vietnam. Sie ist also auch aus Vietnam. Schauen wir bei ihm nochmal nach. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja doch. Ob ich hier bei ihm was sehen kann oder bei ihm was sehen kann. Man kann es lesen, aber das wird zu lange dauern, bis ich das entziffert habe. Wäre natürlich witzig, wenn jetzt mal so ein Isländer dann draufstehen würde, Made in Iceland. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein oder wird auch niemals sein. Aber witzig würde ich es trotzdem finden. Ja, wir hatten dann ja vorhin schon mit dieser neuen Rasse gesprochen, dem Criollo, zu dem Criollo-Fohlen. Dem hier gibt es auch eine Mama, und zwar die Criollo-Stute. Auch sehr hübsch gemacht, auch mit der neuen Einflechttechnik so ein bisschen. Hier sieht man das nochmal, sie ist hier runtergeflochten, hat aber hier oben nochmal eine Flechtung über dem Mähnenkamm und da so eine kleine niedliche Perle, so ein bisschen türkisfarben. Schweif ist ebenfalls eingeflochten, es fängt oben so ein bisschen wie so ein Bauernzopf an, geht hier runter und hat die gleiche Perle auch hier im Schweif. Keine weiteren Abzeichen, schöne Augen und auch hier Stute. Das Euter ist ein bisschen nach vorne gerutscht. Naja, man kann man mal drüber wegsehen. So,
Und was haben wir hier? Made in Vietnam. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Auch in Vietnam. Würde mich mal interessieren, ob es vielleicht in anderen Ländern woanders herkommt oder ob es die Pferde generell, jedes Pferd jetzt dort produzieren, in der einen Fabrik und dann die nur zusammenführen. Früher hat man das schon mal gehabt, dass man die gleichen Pferde aus verschiedenen Fabriken bekommen hat und dadurch teilweise erhebliche Farbunterschiede hatte. Wir hatten die Sachen ja immer als Made in Germany gehabt früher und dann gab es aber noch jede Menge Made in China. Und die waren immer in einer ganz anderen Farbkombination. Also Kombination vielleicht nicht, aber die Farben waren viel intensiver und viel, ja, intensiver, sagen wir es mal so. Zu dem Oldenburger Fohlen hatte ich ja versprochen, da gibt es auch noch ein bisschen was zu. Da gibt es eine Oldenburger Mama. Das finde ich jetzt sehr, sehr hübsch, weil da kann man eine ganze Menge draus machen, aus Szenen, sprich Fohlenvorstellung. Das ist so richtig schön eingeflochten, wie man sich das so vorstellt. Da geht die Mama auf das Turnier und stellt ihr Kleines dann bei Fuß vor. Das ist ein nettes Paar. Wir haben hier bei der Mama die Schnippel vorne drauf. Bei dem Kleinen hatten wir das Herzl gehabt. Sie ist komplett eingeflochten, was man normalerweise bei den Fohlen ja dann auch schon macht. Aber hier kann man vielleicht drauf verzichten. Oder man muss es ja auch nicht machen. Schweif, braun, Beine, braun. Nicht groß spektakulär gezeichnet, aber auch wieder leicht schattiert, also wunderbar. Und da haben wir jetzt auch wieder, es interessiert mich jetzt wirklich, dass ich wissen möchte, wo die herkommen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Hier sehe ich jetzt gar nichts. Ist ja interessant. Na gut, schade, leider kann ich jetzt nicht so schnell herausfinden, wo das herkommt. So, dann haben wir zwei fehlen noch. Zu der Oldenburger Stute haben wir natürlich auch noch den Hengst, der sehr beliebt ist, wahrscheinlich auch sehr gut sich für Turnierszenen und sonstiges eignet, wahrscheinlich sich sehr gut satteln lässt. Die Stute übrigens auch kein Problem. Hier beim Hengst könnte es vielleicht ein ganz klein wenig Probleme geben mit der Trense, weil hier die Mähne drin ist. Bei ihr dürfte es gar keine Probleme geben. Aber hier ist natürlich schön, wenn ich das so sehe, für so eine Außenszene oder auf der Weide passt natürlich hervorragend. Wir haben einen schönen Braunton. Das ist eigentlich schon so ein Sooty Bay. Würde ich fast sagen, oder zumindest ja, das passt schon in der Richtung. Auch hier ist der Hengst wieder ein richtiger Hengst. Die Mähne ist kurz, aber nicht zu kurz, auch nicht eingezöpfelt. Wir haben hier so ein bisschen das, was man immer gerne macht. Das sieht man ganz gut, dass man durchschauen kann. So ein bisschen was Luftiges. Schweif ist nicht geändert. Wir haben hier auch keine Zöpfe oder ähnliches, die ich finden kann. Also, ja. Durchaus. Ich bin jetzt dieses Jahr sehr zufrieden mit den Pferden. Wir hatten da vor ein paar Jahren, habe ich ja sehr heftige Kritik geübt. Das hat sich jetzt doch um einiges wieder gewendet. Es ist natürlich immer noch nicht alles so, wie ich sage, ja, wie man es unbedingt haben möchte. Oder wie ich es haben möchte, muss man ja sagen. Das ist ja nur meine persönliche Meinung, wie in allen Videos hier. Aber doch eine ganze Menge hat sich mehr wieder zum Pferd hingewendet, so wie es sein sollte und nicht zur Comicfigur. So, dann hier aus der Farmserie. Ich bin gerade an den Tisch gerumpelt und habe natürlich gleich eine Oldenburger oben abstürzen lassen. Haben wir hier die belgische Zugstute. Auch wieder hier ein Fuchs mit einem Flachsengehen, also sprich mit heller Mähne, hellem Schweif, so wie die Haflinge eigentlich auch sind und wie jetzt hier auch der Islandhengst. Die Stute ist eine Stute, dunkle Nase, eine schöne, relativ gleichmäßige Blässe. Ein stehendes Pferd, was man auch wunderschön anschirren kann oder auch mal einfach in eine Box stellen kann, ohne dass es gleich die Box zerlegt. Weil es natürlich auch dadurch, obwohl es groß ist, den Rahmen nicht sprengt. Die Maße aller Pferde stehen unter den Produkten. Die Pferde selber sind bei uns im Shop verlinkt. Links zu den Produkten findet ihr wie immer in der Beschreibung. Die Sachen haben wir nicht von Schleich zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind allerdings natürlich, wie ihr wisst, Händler, verkaufen die Sachen. Aber trotzdem gibt das Ganze hier meine Meinung wieder und wir haben diese Sachen normal erworben. Also es ist keine Produktvorstellung im Rahmen, dass man sagt, hier, du kriegst das Produkt kostenlos, dafür zeig es mal. Nein, es ist so, es ist aus unserer normalen Linie heraus, es sind einfach wahllos aus der Lieferung herausgegriffene Pferde. Wie wir das immer machen mit allen Produkten, die ihr hier seht, sind einfach aus der laufenden Serie herausgegriffen und dann schauen wir uns das an mit allem, ja. Was dazugehört mit schönen und schlechten Seiten. So, hier stellen wir die oben hin. Da kann man auch sehen, dass der Oldenburger hier so ein bisschen
bisschen wackelig steht, darum ist er auch gleich umgefallen, obwohl er natürlich, das kann man vielleicht hier unten nochmal ganz gut zeigen, aber das liegt natürlich an der dynamischen Pose. Da sieht man, dass es die Beine auch teilweise nicht ganz so gerade sind. Aber das liegt an den Materialien und das ist allen Figuren aus diesen Materialien zu eigen, dass es mit den Beinen, sobald sie ein bisschen warm werden, sich schnell verbiegen. Kann man aber natürlich auch ganz, ganz schnell wieder beheben, indem man natürlich die Sachen wieder erwärmt. Sie biegen sich automatisch in die richtige Pose zurück und lässt sie erkalten und das war's dann. Ich denke, viele von euch werden die Pferde schon haben. Wer sie noch nicht hat, jetzt wäre der Zeitpunkt. Sie sind alle verfügbar. So, komm mal her. So, sieht doch vielleicht ein bisschen besser aus. Sind alle verfügbar? Ich finde die Pferde alles in allem sehr gelungen, auch wenn es natürlich ein paar Kritikpunkte gibt. Aber es gibt, glaube ich, kein Produkt, an dem ich jetzt bis jetzt keine Kritik geübt habe, egal von welchem Hersteller. Zudem finde ich den Weg, den Schleiche geht, wieder hin zu mehr realistischen Figuren sehr gut. Sie haben ja doch die schönen Fantasy-Serien, also mit den bunten Fohlen, Einhörnern und Ähnlichem. Das ist eine ganz andere Serie, die mir auch sehr gut gefällt, aber in einer ganz anderen Sparte spielt. Und hier hat man wirklich was Realistisches und so sollte es dann auch sein, dass man für jeden Geschmack etwas hat. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat allen ein bisschen gefallen. Man hat ein bisschen mehr Einblicke bekommen, freut sich noch ein bisschen mehr an seinem Pferd oder kann die Wunschliste jetzt ein bisschen erweitern, vielleicht auch zusammenstreichen, man weiß es ja nicht so genau. In diesem Sinne, wie immer, happy collecting!